Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jo. Ich hoffe, wir haben jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe. Aber ich glaube, da drin ist noch eine Wache, ne? Oder haben wir die jetzt schon endlich mal ausschalten können? Wer hat die Tür aufgemacht? Nein. So. Verstecken. Schleichen. Freien ist zwecklos! Scheiße! Kommt rein. Was mache ich denn da? Ich habe die falsche Fähigkeit. Weißt was? Ich muss einfach mal schnaufen. Das ist unfassbar. Ja. Falsche Fähigkeit. Ich wollte mich gerade mit Domino nach hinten blinzeln. Porten, um ihn zu erwürgen. Aber ja. Vergiss es. Das haut nie zu hin, wie ich will. Wie immer. Da. Bitte. Hau jetzt endlich hin. Glumpert. Hä? Wo huschen sie hin? So, zu die Hidden. Wir rauben da jetzt, wir nehmen das jetzt mal mit. Münzis, Münzis, Münzis. Feige, also Breinert. Wie schaut's aus mit Spähen? Ich bin so erschöpft. Und die Saison hat ja erst begonnen. Oh. So. Ich muss mit der Köchin sprechen. Das hat wirklich nicht wie Taube geschmeckt. Ja. Bla bla bla. Was haben wir denn eigentlich da oben? Ich habe noch nie geschaut. Ist da irgendwas Besonderes? Nö, ne? Nee. Hm. Lecker Traube. Da ist auch nichts Besonderes. Was? Psst. Leise. Was haben wir denn da? Hauen Sie ab oder ich rufe Hilfe. Oh Mann. Hilfe! Ich steck schon wieder fest. Hilfe! Ja, ja. Zu denen. Meine Güte. Die alte habe ich jetzt nicht gesehen. Ah. Sehen wir nach. Es sind mehrere, ne? Oh Gott. Das war so klar, ne? Das ist ja wieder typisch. Das hier ist dein Ende. Ich will nicht sterben. Unmöglich. Das hier ist. Boah, ist das scheiße. Alter, du bist schuld. Nimm das. Die alte ist schuld. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ja. Ach, leck mich doch am allerwertesten. Das gibt's ja nicht. Hallo? Die alte ist schuld, die hat mich verraten. Schauen die auch genau da rein, ne? Kein Glück, never lucky. Never lucky, sag ich nur. Murz anstrengend, das Ganze hier. Wahnsinnigst anstrengend. Boah, ey. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Kann ich sie würgen? Na. Und bleiben Sie weg. Was wollen Sie? Gehen Sie weg. Sie haben hier nichts verloren. Man
Manche haben echt keine Manieren. Das wäre echt geil, wenn man da irgendeine von denen... Oder so die blöde Kuh oder was. Hab dich. Mit ein bisschen Glück fallen alle drei um. Danke. So, ich nehme mich gleich mit. So, die schmeiße ich gleich wieder dahin. Zu unserem schlafenden Haufen. So. So, das wäre speicherungswürdig, ne? Du Heilige. So. Ja. Passt. Angeblich schleicht hier jemand herum. Bei meinem Glück vielleicht ein Verrückter, ein Mörder oder ein Dieb. Der Herzog hat wohl einige von Jindors mechanischen Soldaten. Was für ein Tag. Das Essen kam zu spät. Das Badewasser war zu warm und... ja, meine Pantoffeln standen an der falschen Stelle. Was kommt als nächstes? Scheiße. Kann wieder nicht plündern. Was? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Eine Karte. Das ist auch mal fein. Esszimmer. Großer Thronsaal. Aha, okay, ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aha, das nehmen wir mit. Das nehme ich mit. Server auf. Ich brauche hier drüben Hilfe. Na! Du Depp! So. Mühselig. So. Habe ich das schon mal erwähnt? Mühselig. Ja. Das war doof von mir, natürlich. Ist eh klar. Das war doof. Doof, 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 doof. Doof, 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 doof. So. Fähigkeit wechseln. Das war wieder so viel doof. Doof, 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 doof. Komm. Huch. Das ist nie passiert. Nein, niemals. Psst. Dass der... Hat sie gerade einen Schädel angehauen? Dass er da durch den Schlag auf den Kopf nicht schon bewusstlos geworden ist, ist mir echt ein Rätsel. Ah, schön. Okay, aber ne, nicht perfekt, aber erfüllte seinen Zweck gerade, ne? Ist ja schön. So. Läuft. Will ich sagen. Also mal sehen.
Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich bin so, so dämlich. Mann, ey. Aber er musste ja auch gerade her schauen, ne? Dieser blöde Drecksack. Mach. So. In 1000 Jahren kriege ich das schon hin. Keine Sorge. 1000 Jahre und ich kriege das hin. Die Zeit müsst ihr mir jetzt einfach gönnen. Das brauche ich. Eine weitere Klage hören muss, werde ich wohl explodieren. Aber. Wieso trinkt der? Warum trinkt der Kerl? Also sie. Ja, weil sie kein Mana hat, ne? Sie ist einfach. Ach, das ist echt. Das ist immer dieses fehlende Mana. Es ist echt übel, dass sich selber so langsam auflädt, ne? Beziehungsweise gar nicht. So, ist jetzt Ruhe, du Gradler. Keine Zeit sowas, echt. Unfassbar. So, dann machen wir das eben so, du Kerl. Ja. Passt. Luft. Ekelhaft. Kann nicht gesund sein. Was für ein Tag. Das Essen kam zu spät, das Badewasser war zu spät. Die alte Zivilisten sind so anstrengend. Boah, sind Zivilisten anstrengend. Alter. Zivilisten, unfassbar anstrengend. Hä? Hey, wer ist? Warum? Wo kommst du jetzt her? Mit Hund? Aha, okay. Mhm. Nicht so gut von hier aus, ne? Sollte ich vielleicht meiden. Sollte ich vielleicht fürs Erste lassen. Echt doof ein bisschen. Ist da noch so ein Dreckskerl? Naja, da müssen wir das dabei lassen. Dann versuche ich den da hinten zu kriegen. Da hinten ist ja noch einer. Beziehungsweise. Die schnarchen alle. Könnte eventuell jetzt unser Vorteil sein. Ist der betrunken oder was? Na, ich lasse es offen. Der schläft auch? Ich meine, sie schlafen, ich meine. Normalerweise passiert da nichts, oder? Nö, die schlafen einfach. Wie kann man nur da schlafen, ey? Ah, ich weiß schon, ihr hättet es jetzt schlauer machen können, ne? Ah.
Der ist gar nicht da. Kap von Sagundo. Aha, was zum Essen? Was zum Essen meine ich, hier, ne? Also das hier was zum Essen, ne? Das andere war einfach nur was von Wert. Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, okay. Wache bei den Gemächern des Herzogs verstärken. Seine Eminenz wird dort heute nächtigen. Okay. Alkohol, Schreibmaschine. Aha. Was haben wir da? Tresor der Garde. Hauptmann, Mr. Marletto von Winslows. Tresoren. Ist es gelungen, den Regimentstresor zu öffnen? Wir haben 2 Stunden lang sämtliche Kombinationen ausprobiert und sind nun endlich in der Lage, den Sold für diese Woche auszuzahlen. Marletto hat uns empfohlen, die Kombination so festzulegen, dass die diensthabenden Offiziere sie nicht vergessen. Er schlug vor, den durchschnittlichen Sold eines Veteranen in Ruhestand zu nehmen. Doch ich glaube nicht, dass 3x die 0 eine sichere Kombination ist. Ich habe etwas anderes ausgewählt und sie schriftlich im Büro des Herzogs hinterlegt. Erster Leutnant Rosa Merquez, Serkolische Garde. Ja. Aha. Huch. 3x die 0. Ja, natürlich. Wird es nicht funktionieren, ne? Na. Nur mal so ein Test, ne? Vielleicht hat er es ja vergessen. Was ist das? Nakromine. Haben wir genug? Oh, was sind denn das für Finger? Und wem gehört die Hand? Und oh mein Gott. War da wird dann ja schlecht, ey. Muss das sein? Das ist so bäh. Das ist echt bäh. Springminen brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir auch noch nicht, okay. Granaten haben wir auch noch mehr als genug, okay. Okay, was haben wir da noch drin? Nix. Und hier? Weniger ist nix. Jawohl, Karl-Werkzeug nehmen wir mit. Dann würde ich sagen, das wäre wieder speicherungswürdig. So. Und weiter geht's. Okay, das ist nicht von Wert. Dann muss ich scheinbar doch hier rein. Ach, wie scheißlich. Hoppala. Ich habe genug von diesem ganzen Trara. Ich zahle gutes Geld, um genau so etwas zu verhindern. Lass mich nicht. Von jemandem. Würde es hier auch mal laufen? Bitte? So. Puh. Hundi! Komm her, Hundi! Hundi ist kaputt. Den darf man wohl hoffentlich umhauen. Blöder Köter, elendiger. So! Geht ja! Denn einen Scheißhund, den speichere ich schon mal weg. So. Jetzt ist er weggespeichert. So. Der geht uns nicht mehr auf die Nerven. Füße oder Nacken? Oh Gott. Ja, das war wieder doof von mir. Ist logisch. Laden. Mich wundert es gerade, dass er den Hund... Also... Dass er das gerade nicht mitkriegt hat. Ja, ist halt nicht der Hellste, ne? Ist nicht der Hellste. So, nochmal laden. Das wird sauber gespielt hier. Boah, das Laden nervt, ich weiß. Mir nervt es selber. Ah, ja. Alles klar. Hier ist niemand.
eigene Leibwächter anstellen. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Dann schnappen wir uns gleich. Sehr brav. Plündern. Und natürlich tragen wir ihn wieder weg. Oder, weißt du was? Wir haben hier drinnen... Ach schau, ich hab's schon wieder vergessen. So. Ups, hat sich die Birne angehauen. Hat's gedonnert oder was? Weiß nicht, was mehr schmerzt. Füße oder Nacken? Bring mich noch frühzeitig ins Grab. Hoffentlich kommt da keiner her. Auf jeden Fall möchte ich das speichern, den einen haben wir super erwischt. Ich hoffe, ich mache da gerade keinen Fehler. Wahrscheinlich schon. Also irgendwer hatscht hier doch, ne? Da im Eck. Laden Sie die zweite Spule wieder auf. Vielleicht kriegen wir ihn ja. Wäre sich schon mal so dankbar hier für uns festglitscht. Das ist meine Ehre, den Kerl zu würgen. So. Den tragen wir jetzt auch zurück. Also zurück hier hin halt, ne? So. Schön kuscheln, ihr zwei. Die Tür machen wir zu. So. Und ist wieder speicherungswürdig, würde ich sagen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Immer schön ein nach dem anderen, das klappt schon. Gut. So. Was haben wir denn hier jetzt noch für Gradler? Ich habe genug von diesem ganzen Trara. Ich zahle gutes Geld, um genau so etwas zu verhindern. Da hinten sind auch noch ein paar Leute. Da drüben ist sogar noch eine Wache. Puh, ich habe gespeichert, glaube ich, ne? Okay, keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Oh mein Gott. Bitte? Ja? Ich glaube, das könnte was werden. Sehr gut. Mäuschen kommen hier, okay. So, nehmen wir den mal mit. Oh mein Gott. Den habe ich komplett vergessen. Komplett vergessen. Ich glaube, das muss ich mal kurz speichern. Entschuldigung. Nein! Was macht sie denn? Zocki, was machst du da? Ja, bitte. Halleluja, Maracuja. So.
schnellste Bits doch noch. Sehr gut. So, und wegschleppen. Wo verstecken wir denn überhaupt? Ich würde sagen, keine Ahnung, da rein. Geht das? Na, nö. Naja. Gibt wahrscheinlich Besseres. So, den auch noch. Ah, schön. Passt. Mit ein bisschen Glück sieht die keiner. Perfekt. Schön gemacht. So. Wir werden wieder speichern tun, weil ich das kann. Und dann machen wir da drüben weiter. Haben wir hier irgendwas von Wert? Diese Fragmente, ne? Die kriege ich niemals nicht. Ach, schau. Da wird's raufgehen. Da könnten wir rauf. Muss schön sein, vom Herzog bezahlt zu werden. Wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ist da jemand? Das ist... Nein. Hey, wer ist... Das war wieder Fail. Das war großer Fail. Den Kerl da drüben habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. So, nochmal schön machen. Schön speichern. Also schön speichern. Schön laden, meine ich. Und dann schön spielen. So. Du Heilige. Du Heilige. Naja. 2 Minütchen haben wir, glaube ich, noch. Oh, Madonna. So. So, jetzt wäre gut, vielleicht kriege ich ihn ja sogar von da unten. Wohl eher weniger, hm? Oder? Da drüben habe ich ihn ja gesehen. Dass der mich nicht gesehen hat. Ich muss zurück nach Dumbledore. Ist schlimm. Hab die Kinder seit Jahren nicht gesehen. Muss schön sein, vom Herzog bezahlt zu werden. Und gute Nacht. So. Was haben wir da? Neue Befehle für den Palastbezirk. Der Großpalast hat mehrere ab sofort wirksame Sicherheitsmaßnahmen in Kraft gesetzt, um den Zugang zum Palast und den umliegenden Bereichen zu kontrollieren. Diese strengen neuen Maßnahmen gelten für den gesamten Palastbezirk und enthalten auch überarbeitete Richtlinien für Beschlagnahmungen von Wohnungen und Grundstücken, die nun ohne vorherige Mitteilung oder Genehmigung erfolgen können. Darüber hinaus werden die Bürger gebeten, ihre Ausweispapiere für den Fall mitzuführen, dass ein Mitglied der Serkonischen Garde sie anhält. Eine Missachtung hat umgehend zu entrichtende Strafen und möglicherweise sogar eine Inhaftierung zur Folge, warnt der Großpalast. Wie schön. Das ist ja einfach nur toll. Der schläft. Der ist bewusstlos. Bananen. Brauche ich eine? Nö, ne? Habe ich nicht gebraucht. Hui! Bist du narrisch. So, den machen wir jetzt auch noch schnell bewusstlos, die beiden. So. Müsste hingehauen haben, so da herzogliche Quartiere haben wir schon gelesen. Wartet mal. Ich habe nämlich Angst, dass die Maschine dort oben uns sieht. Ja, wir müssen sowieso eigentlich Aufnahmepause machen. Aufnahmepause. Aufnahmestopp. Also Part beenden, so meine ich. Das. Komm mit noch schnell. Bitte. Damit die Maschine dich nicht sieht.
und legen wir den einfach hier zu dem Pennen. Oh Gott. Mein Herz. Na gut, ihr Lieben. Wir belassen das mal für heute. So wie es jetzt gerade ist. Okay. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.